Auf einem Andenhochplateau in 4000 Meter Höhe pfeift dem Künstler Roberto Mamani und seinem Team an einer Hochhausfassade der Wind um die Ohren. Im bolivianischen El Alto verwandelt er die Fassaden einer tristen Hochhaussiedlung in ein riesiges Kunstwerk. Ein Frosch, ein Kondor und die Sonne. Die Motive stammen aus der Kultur der Aymara-Indianer. Die Farben sind an der Flagge des Andenvolks angelehnt. Die staatliche Wohnbaugesellschaft unterstützt das Projekt mit umgerechnet gut 9 Millionen Euro. 10.700 Quadratmeter groß soll das monumentale Kunstwerk an insgesamt 14 Hauswänden werden, wenn es fertig ist. Und seinem Schöpfer als größte bemalte Wandfläche auf Wohngebäuden einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde sichern.